Bismillah wa sallallahu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Allahumma alimna ma yinfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilman ya kareem. Meine lieben Geschwister, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Dunya verließ und zu seinem Schöpfer zurückkehrte, war das ein schwerer Schlag für die Gefährten. So kam eines Tages Sayyidina Abu Bakr zu seinem Freund Sayyidina Umar. Und beide gehörten zu den engsten Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Sayyidina Abu Bakr sagte zu Umar: Lass uns Ummu Ayman besuchen, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie zu besuchen pflegte. Ummu Ayman ist eine Prophetengefährtin. Und sie war die Ziehmutter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es band sie und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eine sehr enge Verbindung und Beziehung. Dass der Prophet sagte, Ummu Ayman ist meine Mutter nach meiner leiblichen, biologischen Mutter. Sayyidina Abu Bakr sagte, lass uns in Erinnerung an den Propheten sallallahu alaihi wasallam Ummu Ayman besuchen, so wie es der Prophet alaihi salatu wasallam tat. Als sie bei ihr ankamen, fanden sie die Dame weinend vor. Und hier wunderten sie sich. Ummu Ayman, weinst du etwa um den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Weinst du um das Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Das Diesseits, diese Dunya ist vergänglich. Und jeder wird sie eines Tages verlassen. Genauso der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hier antwortete Ummu Ayman und sagte, es ist nicht der Prophet, um den ich weine. Ich bin mir um die Realität dieser Dunya bewusst. Vielmehr weine ich um die Unterbrechung des Wahis, um die Unterbrechung der Herabsendung, der Offenbarung des Korans, die mit dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam eingetreten ist. Damit meint Umm Ayman, dass der Prophet, als er noch am Leben war, der Dreh- und Angelpunkt, der Lebensmittelpunkt aller Muslime war. Und der Koran der Bezugspunkt für alle Muslime war. Und die regelmäßige, sukzessive Herabsendung des Korans über 23 Jahre die Quelle war, aus der die Muslime ihre Energie und ihre Hoffnung schöpften. Und jedes Mal, wenn sie vor einer neuen Herausforderung standen, kam die Offenbarung und hat ihnen ihre Probleme gelöst und Antworten auf ihre Fragen gegeben. Und das ist eines der Weisheiten der sukzessiven Hinabsendung des Korans. Mit dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam endet damit dieses neue oder ständig wieder eintretende Gefühl der Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dass Allah etwas herabsendet, wo er uns direkt anspricht und uns unsere Probleme nimmt und Antworten auf unsere Fragen gibt. Als Sayyidina Abu Bakr und Sayyidina Umar diese Antwort hörten, weinten sie mit dem Propheten oder mit Umm Ayman um das Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diese Geschichte zeigt uns einen wichtigen Punkt, nämlich die Beziehung der Sahaba zum Koran. Dass der Koran ihr Lebensmittelpunkt war und dass sich all ihr Streben und jeder Einsatz um den Koran drehte. Wir wollen wissen, wie wir solch eine Beziehung, wie sie Umm Ayman zum Koran hatte und solch eine Sehnsucht, die sie in ihrem Herzen hatte, bei uns bekommen können. Wie können wir uns nach dem Koran sehnen? Und wie können wir so eine Beziehung haben, dass das Highlight unseres Tages und das Highlight unserer Woche der Koran ist? Auf diese Frage wollen wir inshallah in den kommenden Videos antworten. Barakallahu fikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.